Hallo meine lieben Freunde, und da sind wir auch schon wieder bei Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ich habe mir mal gedacht, wir starten mal diesmal hier, weil wir noch da was holen können. Aber wie auch immer, jetzt hier können wir uns noch ein Herz herholen. Seht ihr? Da kommen so welche Horror-Kids. Und da stimme unsere Lieder mit deiner Ocarina ein. Wir fangen an. Das wird jetzt nicht so einfach sein. Okay, so, momentan läuft ja super. Ja. Das hat Spaß gemacht. Nimm dies als Beweis unserer Freundschaft. Wenn wir das zweimal schaffen, also dreimal schaffen, kriegen wir ein Herzteil. Ja, wieder das gleiche wird gesagt. Gut, wie gesagt, läuft gerade momentan super. Okay. Ist nicht so einfach, wie es aussieht. So muss man sehr viel merken können. Oh. So, das zweite Mal auch geschafft. So, jetzt müssen wir nur noch einmal schaffen. Dann haben wir es. So. Tut mir leid, dass ich momentan nicht rede so. Aber ich muss mich total konzentrieren. Gut, das hätten wir auch schon. Also jetzt, ja. So, nur noch einmal. So, da haben wir es. Okay, da haben wir unsere scheiß Schwuchtelerz. So. Aber so viel dazu. So, dann gehen wir auch mal weiter jetzt. Und da rein. Erstmal da öffnen, da ist ein Loch. Ja, ein Loch. Okay.
Ah, 5 Rubine. Könnte zwar besser sein, aber ja. Nehmen, was man kriegt. Ich hoffe, ihr habt das jetzt gerade nicht gehört, aber ist ja auch egal. So. Wie sind wir wieder bei Geronia. So. Und jetzt gehen. Ach stimmt, ja, das haben wir ja auch noch hier. Weil wir können hier nur uns noch ein paar Sachen holen. Wie gesagt. Ja. Ach so, ja. Ja, da haben wir es. So. Hey, warum hast du mich aufgehalten? Das mag ich gar nicht. Ich war gerade so schön im Fahrt. Auf diese Weise kann man wunderbar Stress abbauen. Lass mich jetzt wieder rollen. Ja, so viel zum Thema. Ich weiß jetzt auch nicht mehr. Alter. Ich weiß jetzt auch nicht, was da los ist. Komm schon, treff. So, ja. Vielleicht muss ich das mit denen. Jetzt weiß ich auch nicht, was das soll. Aber wir können das nicht die ganze Zeit jetzt machen. Ist ja auch egal. Machen wir das ein anderes Mal da. Von denen kriegen wir nämlich dann so eine neue Bombentasche. Also eine größere. Aber ist ja auch egal. Wir haben schon die ganze Zeit Zeit verschwendet hier. Alter, nee. Ist ja auch egal jetzt. Jedenfalls. Wir müssen jetzt nochmal da hoch, auf den Berg. Weil da habe ich so eine kleine Sache vergessen. Aber wir müssen uns jetzt aber auch beeilen. Gut. Momentan läuft es ja super hier, aber wer weiß, wie lange noch. Jetzt beeilen aber. Ich wollte schon sagen, das wäre jetzt auch egal. Ja, ich werde jetzt getroffen hier, aber ist mir auch egal. So, da haben wir es auch schon hier.
Gleich sind wir oben. Dauert ja nicht so lange jetzt hier. So. Hä? Ah ja, jetzt hier. Jetzt einfach nur nach oben. Und dann reden wir mal mit dieser Scheiß-Eule. So. Ja, ist ja gut. So, da landen wir auch jetzt gleich unten in Kakariko. Der bringt uns jetzt runter. Was ich eigentlich gar nicht mag. So, da oben ist der Vulkan, sage ich jetzt mal. Und der bringt uns jetzt, wie gesagt, nach unten. Da, 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 da. Und da sind wir auch schon. Jetzt müssen wir ganz vorsichtig hier. So, da. Ganz, gar nicht schwer. Und da. Und wir können uns noch eine kleine Sache hier holen. Was ich letztes Mal vergessen habe. Wir gehen hier rein. Und dann seht ihr, was ich da bekomme. Seht ihr das? Hier, ganz viele Spinnen. Ein Fluch lastet auf denen. Und dafür sind die goldenen Skutula da. Umso mehr du bekommst, umso mehr sind die erlöst, sag ich jetzt mal. Und hier ist schon einer erlöst. Der Fluch ist von mir genommen. Tausend Dank. Hier eine wertvolle Belohnung für dich. Eine große Geldbörse. Also Rubinbörse, sag ich mal. Ja, jetzt können wir nämlich 2200 meine ich tragen, anstatt 99 nur. So. Aber wie auch immer, jetzt haben wir auch eigentlich alles da. Fürs Erste. So. Ah ja, 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 ja. Einige Sache hätte ich ja beinahe vergessen hier. Ja! Sorry, ich muss jetzt gerade mal kurz husten. So. Wie gesagt, hier können wir noch eine kleine Sache erledigen. Indem wir mit denen da reden. Dem müssen wir nämlich die Maske hier abgeben. So. Hä? Denkst du wirklich, dass ich dich nicht erkenne? Hey! Ist das nicht eine Fuchsmaske? So etwas ist doch zurzeit sehr angesagt. Mein Sohn ist ganz verrückt danach. Wie wäre es, wenn... Würdest du sie mir verkaufen? Natürlich. Mein Sohn wird sich sehr über die Maske freuen. Vielen Dank, mein Freund. Du hast die Maske für die du 10 bezahlen musst, für 15 Rubine weiterverkauft. Du hast einen Gewinn gemacht. Geh nun zum Maskenhändler und gib ihnen die 10 Rubine. Und hier ist auch verkauft. Wie gesagt, wir müssen jetzt, wie es da stand, zum Maskenhändler wieder. Also zum Marktplatz und geben ihnen die 10 Rubine. Wieso wollte ich die 20 sagen? Ist ja auch egal. Aber das Huhn nehmen wir mal schon mit. Ja, ist ja gut.
Aber beim Marktplatz können wir auch noch ein paar Sachen machen. Zum Beispiel. Ja. Zum Beispiel, wir holen uns da eine kleine Sache, die wir uns, wie gesagt, da noch holen können. Uh-oh. Es wird dunkel. Mal schauen, ob wir das noch schaffen. Ah, müssen wir noch schaffen, ja. So. Aber wenn es schon dunkel wird, warten wir hier oben, bis es dunkel wird und holen uns ein paar Rubine. Warten, warten. So, ja. Nein! Das gibt es doch jetzt nicht! Wie konnte ich denn jetzt so runterfallen? Das ist jetzt nervig. Also echt mal. Gut. Machen wir es nochmal hell. Gut. Da haben wir es auch schon hier. Und die 20 Minuten sind schon gleich um. Ja. Auch egal. Sammeln wir hier noch ein paar Rubine. So, dann hier noch und hier und hier. Haben wir das schon? Ja, da haben wir. Ja, es reicht erstmal. 90 reichen. Gut. Gut, gut, gut. Ja. Wo war denn das nochmal? Wo war das? Wo war das? Wo war das? Wir sind jetzt einmal im Kreis gelaufen, um das hier zu finden. Das gibt es doch nicht. Ja, das kennen wir schon, habe ich schon mal vorgelesen. Weil da können wir noch eine Kleinigkeit holen. Ja, 50 Rubine können wir da immer holen. Nein, 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 nein. Ah, gut. Geht das? Ja, gut. Weg da, weg da, weg da. Das ist total nervig hier. Ja, das war jetzt nicht so schwer, aber das ist gar nicht leicht. Also, 50 Rubine für uns. Ja, 50 Rubine! Ach, Minen. Hä? Ich würde schon sagen.
Weg da, weg da, weg da, weg da. Oh, ich hasse dieses Huhn. So, da haben wir auch schon hier. Haben wir auch ein paar Minen. Krabbelminen, oder wie das auch heißen. Ja, Krabbelminen. Irgendwie wird das nicht kommen. Ist auch egal. Ist ja auch egal. Ja, ja. Momentan läuft es aber echt super gerade. So viel zum Thema, läuft super. Ja, weg da. So, wieder ein paar Rubine. Gut. Wir kriegen immer mehr Rubine da. Ach, Bomben. Das war jetzt gerade so schlau. Oder? Oder? Ja, das ist doch super. Geht auch so hier. Das ist nervig, dieses Scheißhuhn. Weg da, weg da, weg. Alter, ernsthaft? Muss das sein? Weg da, weg da, weg da, weg. Das gibt es doch nicht. Weg da, weg da. Alter, ist das so blöd? Das gibt es doch jetzt nicht. Weg da, weg da, weg da. Weg. Weg. Ja. Momentan noch nicht fehlgeschlagen, aber ich warte auf was Bestimmtes. Ja, Bomben hier. Schöne Bomben. Ich hoffe, jetzt kommt. Ja, da haben wir es. Eine Bombentasche. Gut, da haben wir auch die Bombentasche jetzt, aber... Das ist ja auch nicht schwer da. Ja? Prima! Da haben wir es, eine größere Bombentasche. Eine große Bombentasche. Jetzt können wir 30 tragen. Ne, jetzt nicht mehr. Gut. Hat ja auch lang gedauert. Aber jetzt wollen wir uns noch eine Sache und dann würde ich mal sagen, dann machen wir Schluss erstmal. So. Aber bevor wir das machen. Dass der so lange braucht da. Die Schädelmaske.
Die gibt's aber nicht beim Majora's Mask dann. Ja, ist ja gut. Nein. Oh, ich hasse diesen Maskenhändler. Bei Majora's Mask ist es ja noch okay, aber... Der labert echt mal. Und ist auch noch langsam. So. Irgendwie kann man aber auch so machen... Oh, das ist... Hey, das leuchtet echt mal. Wir können aber auch irgendwie so hinkriegen, dass es... Ja, dass das Tor da aufgemacht wird. Irgendeine Möglichkeit gibt's da. Weiß ich jetzt auch nicht gerade. So. Und rat mal, was da wieder ist. Ihr seht's richtig. Eine Fee. Und wieder dieses Wasser an der Wand. Oh. Habe ich auch letztes Mal erzählt, weil wenn dann Triforce auf dem Boden ist, müssen wir nur dieses Lied aufspielen. Habe ich ja letztes Mal auch gesagt. Oh, da kommt wieder diese... Oh. Da kommt schon wieder diese Fee. Alter, zeigt auch noch ihre Busen echt mal. Das gibt's noch nicht. Und das ist ab 6. Alter, da kriegen die Kleinen ja einen Gehirnkrebs oder sowas. Hallo, mein süßer Link. Ich bin die Fee der Magie. Ich habe einen mächtigen Zauber für dich. Bitte nimm ihn an. Oh, jetzt gebe ich's dir aber. Oh, oh. Jetzt übertreibe ich's aber. Ja, es ist mein kleines Geschenk an dich, mein kleiner Schnutzi-Putzi. Dins Feuer-Inferno. Dieser Feuerball entflammt die Umgebung. Du setzt diese Magie-Attacke mit C ein. Dins Feuer-Inferno kannst du nicht nur die Attacken nutzen. Du kannst damit auch manches in Brand setzen. Bist du vom Kampf erschöpft, besuch mich mal wieder, mein kleiner Schnucki-Putzi. Okay, dann von dieser einen komischen Fee haben wir mal wieder da eine weitere Magieart. Nämlich hier, den Feuerinferno, MP6. Und ich würde auch sagen, das war's auch jetzt erstmal wirklich für heute. Schreibt mir in die Kommentare, wie das Video so war und was ich auch noch so verbessern kann. Und da sage ich mal, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.